Das sind die drei schlimmsten Gefängnisse auf der Welt. Nummer 3, das Skorpiongefängnis in Ägypten. Es liegt mitten in der Wüste, also es ist die ganze Zeit brühend heiß um einen herum. Die Zellen sind so klein, dass nur eine Person darin Platz hat und es auch keine Betten in den Zellen gibt. Außerdem hat das Gefängnis einen Raum mit Kisten oder Särgen, in den sie Menschen einsperren, die fast zu Tode kommen dadurch. Nummer 2. Das Bangkok Hilton Gefängnis, auch Big Tiger genannt. Dort quetscht man einen mit rund 20 Leuten in eine Zelle. Es gibt keine Betten, man hat keinen Platz und als Toilette dient ein Eimer in der Mitte. Das Gefängnis ist dafür bekannt, keinen guten Ruf zu haben, weil es von Wachen und Insassen geführt wird, die extrem korrupt sind. Nummer 1. Das Black Dolphins Gefängnis in Russland. Es liegt so weit außerhalb, dass man bei einem Ausbruchsversuch so gut wie keine Überlebenschance hat. Wenn man die Insassen aus den Zellen holt, verbindet man ihnen die Augen, damit sie sich nichts vom Gebäude einprägen können. Außerdem hat das Gefängnis 3 Reihen mit dicken Zäunen außenrum und die Wachen sind auch nicht gerade zimperlich, denn wenn man was falsch macht, dann wird man fast zu Tode geprügelt.